Hallo zusammen, wir haben mal wieder eine neue Future Star Spielerwahl. Pedro Gonçalves oder Gonçalves, wie man es auch aussprechen möchte, ein Portugiese von Sporting Lissabon. Und wir können uns mal angucken, wie die Karten aussehen. Entweder ein ZM mit Werten, die okay sind, aber nicht super toll. Oder ein Außenspieler mit Werten, die okay sind, aber auch nicht super toll. Also eigentlich nicht so eine gute Karte, dann eine Liga, die nicht so gut ist. Nation geht mittlerweile, da hat man einigermaßen gute Spiele, aber ganz ehrlich, die Liga spielt keiner. Trotzdem gucken wir uns mal an, was wir eintauschen müssen. Ein 83er mit einem Team of the Week und ein 84er mit einem Team of the Week und kriegen dann ein bisschen was zurück, aber nicht viel. Ich würde sagen, nicht machen. Es sei denn, ihr seid Fan der portugiesischen Liga oder von Sporting oder überhaupt von Portugiesen, dann macht es vielleicht Sinn, aber der Spieler sieht wirklich nicht gut aus. Also, wie gesagt, puh, nee, also wirklich nicht gut. Nicht machen. Meine Empfehlung, nicht machen. Ich mache ihn auch nicht. Also, bis die Tage. Ciao, ciao.